Ad Astra, erkenne dich selbst durch die Sterne. Hallo und willkommen zu Mars in Zwillinge Teil 2. Heute in den schönen Donauhängen oberhalb von Obernzell, aufgenommen in der Donauleiten. Mars in Zwillinge hat einige Unterstützung aus den Luftzeichen. Zwillinge, ja, eines der Luftzeichen. Drum schauen wir uns erst einmal an, gibt es Begleiter, die ebenfalls im Zeichen Zwillinge stehen. Und dann schauen wir noch auf die anderen beiden Luftzeichen, nämlich Waage und Wassermann. Die Trigone zum Luftzeichen Zwillinge bilden, also alle Zeichen im gleichen Element, unterstützen sich durch sogenannte Trigone, das sind harmonische Aspekte, insbesondere wenn die Gradzahlen dann ähnlich sind. Aber auch so entsteht, wenn das Trigon nicht exakt ist, dennoch schon eine Art unterstützende Wirkung. Im Zeichen Zwilling selber, und das ist auch recht ungewöhnlich, steht in diesen 7 Monaten, wo Mars dort verweilt, kein einziger anderer Planet. Wieder sehen wir hier die gewissermaßen schon festgestellte Einzelkämpferposition des Mars in Zwillingen. Mit Ausnahme des Mondes, der ja einmal pro Monat in jedem Sternzeichen circa 2,5 Tage verweilt. Und so bekommt der Zwillingsmars also zum Beispiel ab 9. November, ab 3. Januar, ab 30. Januar nächsten Jahres und ab 26. Februar immer so etwa 2,5 Tage Unterstützung, so dass in diesen Tagen dann die sehr vielfältige, spielerische, ideenreiche Kraft des Mars in Zwillinge deutlich spürbarer sein wird und ja auch leichter umsetzbar sein wird in dieser Zeit. Schauen wir also auf die anderen Sternzeichen, erst einmal auf das Sternzeichen Waage. Gibt es dort Planeten, die den Mars unterstützen könnten? Ja, und zwar vom 26. August ab bis etwa Ende Oktober finden wir den Merkur im Luftzeichen Waage. Er wird zwar auch rückläufig werden und kurz zurückgehen ins Zeichen Jungfrau, aber die allermeiste Zeit befindet er sich in Waage. Und das ist besonders wichtig und wird dem Mars in Zwillinge ab Ende August sehr viel Schubkraft geben und wirklich Unterstützung bringen, weil Merkur ist ja der Herrscher im Zeichen Zwillingen. Das heißt, Merkur und Mars stehen dann in sogenannter Rezeption zueinander. Und allein dadurch entsteht schon eine Verbindung, die gar kein exaktes Trigon braucht, damit beide zusammenarbeiten können. Besonders stark ist die Zeit ab 29. August. Da haben wir nämlich das exakte Trigon Mars und Merkur, sogar noch vom Mond unterstützt. Und dieses Trigon wird relativ lange am Himmel bleiben, nämlich ungefähr bis zum 7. September. Also ihr könnt euch schon mal merken, die Zeit Ende August und die erste Septemberwoche, die wird besonders ideenreich sein. Da wird die Thematik, die ich im ersten Teil besprochen habe, also Verbindungen knüpfen, Austausch, Handel, neue Ideen in die Welt setzen, neue Kontakte mit Menschen knüpfen, technische Fortschritte und so weiter. All diese Dinge werden Ende August, Anfang September besonders stark angekurbelt werden und eben auch viel leichter anzuregen sein. In der ganzen Zeit, wo Mars und Merkur zusammenwirken, also bis Ende Oktober, sucht sich das gewonnene
Zwillings Mars Wissen, zum Beispiel ein gefundenes Wort oder Schreib- oder Denkprojekt, sucht sich dann eine stimmige, eventuell auch gefällige Form, denn Merkur in Waage liebt es ja auch, ästhetische Aspekte hinzuzubringen. Zum Beispiel wird eure Idee oder euer Projekt eventuell künstlerische Unterstützung bekommen oder auch Hilfe durch andere Personen, die am gleichen Thema interessiert sind. Denn die Waage liebt ja Beziehungen. In dieser Zeit dürften die neuen Pläne relativ kompromiss- und verhandlungsbereit sein. Und ein hoher ästhetischer gestaltender Wille ist zu spüren, der sich mit wichtiger, vorantreibender Information und eben dem richtigen Wissen verbinden möchte. Also eine richtig gute Anschubphase, wo einiges vorangehen dürfte, obgleich die Optimierungsphase dann erst nächstes Jahr kommt, wenn der Mars seine Rückläufigkeitsphase dann beendet hat. Aber das ist erst nächstes Jahr. Das ist die einzige Unterstützung im Luftzeichen Waage, der Merkur. Im anderen Luftzeichen Wassermann, wo es jetzt mehr um die Zukunftsvisionen geht, um wirklich überraschende Veränderungen, auch schnelle Veränderungen, also die Verbindung Zwillinge und Wassermann erzeugt dann sehr, sehr schnelle Energien. In diesem Zeichen Wassermann gibt es etwas mehr Planeten, die sich da herumtreiben. Die ganze Zeit bleibt Saturn in Wassermann. Er ist im Moment rückläufig und unterstützt den Mars ab etwa 21. September besonders deutlich, wenn sich ein Trigon zwischen Mars und Saturn bis etwa Anfang Oktober bildet. Dieses Trigon entsteht zweimal exakt. Und zwar das zweite Mal entsteht es in der Rückläufigkeitsphase des Mars ungefähr ab 21. November bis Anfang Dezember. Ja, so ein Trigon zwischen Mars und Saturn bringt dann relativ gute Möglichkeiten, Dinge zu realisieren, zu verankern, stabiler zu machen. Wir haben ja schon im ersten Teil gehört, dass Mars in Zwillingen manchmal dazu neigt, Dinge nicht zu Ende zu bringen. Dinge zwar zu planen oder lustige, kreative, tolle Ideen zu haben, aber sie nicht wirklich vollenden zu können. Und Saturn gibt hier eindeutige Impulse, um das Ganze stabiler und fester zu machen. Weitere Wassermann-Unterstützer versammeln sich ab 3. Januar 2023, nämlich wenn die Venus auch ins Zeichen Wassermann eintritt. Ab 20. Januar, wenn die Sonne nach Wassermann geht. Und besonders stark werden wir diese Unterstützung und diese schnelle, stark verändernde Kraft spüren am 21. Januar 2023. Da gibt es dann einen Neumond in Wassermann mit Opposition zur Lilith. Da werden also dann auch Themen der Weiblichkeit und der Emanzipation besonders an die Oberfläche gebracht und vorangetrieben. Wir finden in dieser Zeit auch eine Venus-Saturn-Konjunktion in Wassermann. Und ab 25. Januar gibt es dann ein Trigon zwischen Wassermann-Sonne und Zwillingsmars, das ziemlich lange bis Ende Januar bestehen wird. Also auch hier nochmal sehr gute Chancen, um die Projekte, die Ideen, die Einfälle auch mit Zielstrebigkeit und Willenskraft zu verbinden und leichter realisieren zu können.
Auch der Merkur geht ab 11. Februar ins Zeichen Wassermann. Wieder sehr wichtig, weil der Merkur ja, wie schon gesagt, Herrscher von Zwillinge ist. Hier haben wir eine Unterstützung bis Anfang März. Und am 16. Februar haben wir übrigens auch eine Sonne-Saturn-Konjunktion in Wassermann, die allerdings keine direkten Aspekte zum Mars bildet. Die Höhepunkt dieser Verbindungsphase von Zwillinge und Wassermann, von einfallsreicher, vielfältiger und überraschender Energie, ist zwischen 20. und 22. Februar. Das ist allerdings noch weit hin. Ich werde das sicher nochmal extra aufgreifen nächstes Jahr. Deswegen der Höhepunkt, weil wir dann ein Trigon zwischen Mars in Zwillinge und Merkur in Wassermann finden. Am Ende seiner Zwillingsreise steht der Mars dann wieder alleine ohne Aspekte da, wie am Anfang. Und dieses Ende ist ja besonders bedeutungsvoll. Der Kreis schließt sich mit einem gewaltigen Paukenschlag, nämlich kurz bevor Mars am 25. März den Zwilling verlässt, betritt Pluto am 23. März, also zwei Tage früher, das Luftzeichen Wassermann. Und ich habe schon darauf hingewiesen, Mars ist wie ein Vorkämpfer für diesen großen Epochenwechsel, ist wie ein Wegbereiter. Ja, es gibt noch einige andere Aspekte, auf die ich jetzt nicht alle hinweisen will, das wären viel zu viele. Ich greife mal die wichtigsten heraus. Große Unterstützung finden wir Ende August und im September, wenn der Mars sowohl ins Sextil zu Jupiter im Widder tritt. Da gibt es also die Verbindung von Luft und Feuer. Beide Elemente verstehen sich sehr gut, treiben sich gegenseitig an. Ihr kennt das ja, wenn man Luft ins Feuer bläst, dann brennt es besonders gut. Also eine sehr idealistische Phase im September, die dann auch heilende Energien freisetzt, wenn der Mars Mitte September ins Sextil zu Chiron in Widder trifft. Also auch hier kann sehr viel vorangehen mit neuen Energien, wie wir uns selbst oder andere Menschen zu mehr Gesundung bringen könnten. Wenn ihr selber im therapeutischen oder heilerischen, ärztlichen Bereich arbeitet, dann wird der September vielleicht eine sehr fruchtbare und weiterbringende oder auch weiterbildende Zeit für euch werden. Besonders wichtig, eher jetzt als tendenziell krisenhafte Zeiten oder als Zeiten, wo wir genau hinschauen müssen, sind zwei Phasen, in denen der Neptun im Zeichen Fische, im Wasserzeichen Fische, in Spannung, also im Quadrat zu Mars in Zwillinge geraten wird. Die erste Phase ist ab 3. Oktober und die ist ziemlich lange, weil der Mars ja dann auch bald rückläufig wird. Diese Phase geht also Anfang Oktober bis zum 20. November. Das ist eine gewisse Krise des rational orientierten Zwillingsmars, die intellektuelle Energie muss hier sozusagen irrationale Impulse versuchen mit zu integrieren. Also Leute, die jetzt ein sehr mechanistisches, rein kausal orientiertes Denken haben, werden es in dieser Zeit, obwohl der Mars vorankommen will, nicht ganz leicht haben, weil aus dem Unterbewusstsein immer wieder Störimpulse emporsteigen. Wenn wir aber gelernt haben, beides wichtig zu nehmen, Verstand und das Unterbewusste, dann kann das eine sehr schöpferische und gerade für künstlerisch orientierte Menschen sehr anregende Zeit sein. Wir bekommen auch sehr viele Informationen über uns selbst und somit ist es auch eine Zeit, die der Persönlichkeitsentwicklung unglaublich gut dienen kann. Also
hier in dieser Zeit Oktober, November entweder Coaching zu machen oder auch mal eine therapeutische Phase für sich selbst sich zu gönnen, wäre durchaus naheliegend. Das Ganze wird dann fortgesetzt, indem der Mars auch noch mit Pluto durch ein Quinkunx, durch einen grünen Such- und Forschungsaspekt in Kontakt tritt. Mars-Pluto Ende Oktober bis 8. November. Also da könnten die Impulse, die ich schon genannt habe, diese Impulse aus dem Verborgenen, könnten dann jetzt noch vertieft werden und auf Schattenbereiche hin untersucht werden. Mit den guten und auch intellektuellen Erkenntnissen des Zwillings Mars wunderbar unterfüttert werden. Auch eine Zeit, die sehr gut ist, um Dinge aufzuschreiben oder ein Schreibprojekt zu starten, in dem auch Impulse der eigenen Seele gut mit einfließen dürfen. Ab 20. November bis Ende November tritt der Mars in einen positiven Kontakt zu Saturn. Hier kommt dann wieder mehr die Stimme der Vernunft und die Stimme der Verantwortlichkeit. Und hier können wir uns deutlich mehr erden. Eine gute Zeit, um Institutionen, Strukturen, Firmen zu überprüfen, auf neu aufzustellen oder zu evaluieren. Auch eine sehr gute Zeit für Selbstkritik. Ja, schauen wir noch einmal auf Neptun. Da gibt es dann eben noch eine zweite Phase. Muss ich jetzt mal schauen, ob ich die finde. Wann? Das ist erst nächstes Jahr dann. Das ist sozusagen schon der Schluss der Mars-Reise, nämlich 12. bis 18. März tritt der Mars nochmal in Spannung zu Neptun. Und da gibt es dann auch ein Quadrat zu Merkur, Sonne und Neptun in Fische. Da haben wir dann noch einmal eine deutliche Krise, die das, was wir vorangetrieben haben, nochmal auf den Prüfstand stellt, ob die Ideen und Pläne, die wir vorangebracht haben, wirklich auch mit Demut und mit Hingabe erfüllt sind, ob sie wirklich dem größeren Ganzen dienen oder vorwiegend unserem Ego. Also diese Woche zwischen 12. und 18. März, die könnte sich erstmal durch Stagnation, durch ein Gefühl, nichts geht voran, ich muss abwarten, auszeichnen, aber Ziel des Ganzen ist eben dann ein tiefer Akt von Annahme oder von Hingabe. Am Ende der Marsreise wiederholt sich noch einmal kurz das Quinkunx zwischen Mars und Pluto. Und wie schon gesagt, dann blicken wir besonders stark auf den Pluto selbst, wenn er am 23. März das Zeichen Wassermann betritt. Zwischen Mars und Pluto besteht ja auch eine Verbindung, denn das Sternzeichen Skorpion ist in der klassischen Astrologie beherrscht von Mars. In der modernen psychologischen Astrologie wird Skorpion von Pluto beherrscht. Wir können Pluto sozusagen als höhere Oktave des Mars verstehen, als mehr verinnerlichte, nicht ganz so grobe Kampfenergie. Eine Kampfenergie, die sich mehr im Verborgenen, im Seelischen, aber vor allen Dingen auch im Kollektiven abspielt. Pluto steht ja auch für kriegerische Zerstörungen, für kollektive Traumen etc. Also, dass Mars hier den Wechsel nach Pluto in Wassermann einleitet durch seine Aspekte, durch seine Reise, durch das Luftzeichen Zwilling, das ist garantiert, wie im Kosmos immer so der Fall, nicht zufällig, sondern Zufall ist das, was uns persönlich oder als Gesellschaft ebenso zufällt. Machen wir was daraus. Danke fürs Dabeisein. Tschüss.
Ad Astra, erkenne dich selbst durch die Sterne.